So, willkommen weiter zum Eskalationsprotokoll von Skullhead. Mein Wecker hat nicht gestartet. Alter, das Ding funktioniert gerade gar nicht mehr. Halt's Maul, Alter! So, Präzisionsschuss. Präzisionsschuss! Präzisionsschuss! Meine Fresse, Mann! Oh, schön, er ist immun! Ich kündige! Ich kündige! Guck mal, jetzt setzt doch entweder... Ich... Geh drauf! Sind gerade alles Marauder, bloß mit Bonus HP! Guck mal! Der quetscht mich da in diese kleinen Ecken rein? Von seiner verfickten Hundebeschwörung! 24-7! Halt, 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 halt! Der ist auch noch hundertverrückter als ich! Wenn du viele Hunde sehen willst, also wirklich viele Hunde, dann geh nicht zu Martin Rütter oder irgendeinem Tierheim, geh zu diesem fucking Marauder, der setzt dir 7000 pro Sekunde in die Fresse! Diese Flinte hat gerade 4 Sekunden zum Nachladen gebraucht. Alter, da kannst du ehrlich die Zeit stoppen. Nach einer Minute hast du diese fucking Flinte geladen, die im Normalfall, also wenn ich nicht am Spiel, wenn ich nicht gerade gegen einen Marauder kämpfe. Alter, dieser fucking Marauder. Schweig! Still, halt's Maul, Alter! Und dann die ganze Zeit diese... Sag mal, kann man wer ein Asthma-Spray für die arme Sau holen? Der ist doch bestimmt so ein... Ich glaube, die drei Kuscheltiere sind dann alle hier so am Ende. Das ist ein Plüschtier, das ist... Ach nee, warte, eins habe ich doch schon, ne? Ja, ja. Interessiert mich gerade einem feuchten Dreck. Ich frag mich eher, wie ich dann aufkommen soll. Nein, 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 grab dich nicht, nein. Guck dir das an, er bleibt zwar dran hängen und überlegt noch kurz so. Hey, das ist so viel zu uns hier angekommen. Das ist Hirn ist schon mittlerweile abgebaut. Gib diesen Scheiß-Ding, Alter. Habe ich eigentlich mit. Alter, ich drücke mal R2. Könnt ihr die Tasten bitte. Ich mag sie alle. Okay, das ist schön, dass ich hier alle Fähigkeiten habe. Aber... QuakeCon-Modus Cheat freigeschaltet. Du hast den QuakeCon-Modus freigeschaltet. Aktiviere ihn über Mission wählen und lausche den Fans beim Anfeuern und Aufstöhnen, während du metzelst und... Ist es einfach ein Cheat, dass hier... Das ist ja die ganze Zeit so eine jubelnde Menge im Hintergrund. Was ist das? Setze Vega ein, um das Portal zu aktivieren.
System erhalten. Setze nun Kurs Richtung irdischer Dimension. Ich verstehe dich. Bin ich der Vater Rebell? Schnell, richte die anderen Teleporterringe aus, bevor es zu spät ist. Das Tor muss wieder aktiviert werden. Je länger das Icon auf der Erde ist, desto stärker wird es. Ich kann mir schon richtig vorstellen, dass das Icon auf Sinn gegen die ganze Armee an Dämonen so ein richtiger Lappen sein wird. Habt ihr das gesehen? Die haben Zielsuchte. Das war mal ein Kill-Kombo! Also ohne anzugeben, aber das hatte schon was, ne? Achso, ich hatte... Komm her, Gott-Mode, Alter. Ja, willst du mich verarschen? Ah, jetzt wechsel! Habt ihr gesehen? Sammel wie viele fucking Angriffe muss ich machen, bis da eine Reaktion des Spiels zu erwarten ist? Da blinkt der Orange! Ich spamme diese fucking R3-Taste für diesen verfickten Glory Kill eine gute Minute durch! Und das Slayer denkt sich einfach nur, lass den Kakodemon verprügeln! Bei dem geht's nur ums Reißen und Zerfetzen, dem ist alles scheißegal, Hauptsache mit der Faust drauf! Komm, schmeiß die Waffe ins Eck! Und mach mit dem Null-Attack-Damage-Hit, prügel da einfach monatelang auf alles ein, was du in dieser fucking Maps siehst! Sag mal jetzt noch mal ganz im Ernsthaften. Wow! Warte mal, was? Ich hab gecheatet! Und ich meine nicht den Glitch durch die Wand! Ich hab so ein Ding exekutiert! Wie ist der jetzt gestorben, Alter? Also, das wäre ja, da weiß ich, das war eine absolute Minderheit, also. Die Granaten haben mich 5 weitere Sekunden am Leben erhalten, aber... Ehrlich, wie ist der eine gerade gestorben? Ich hab keine Special Weapon verwendet. Guck dir das an, der überlebt die BFG! Ich höre was drin. Aber let's! Wow, einer von denen ist ohne Witz, der ist gestorben? Okay, ich glitch schon wieder fest. Die haben mich schon wieder. Alter! Die Dämonen, die machen das ganz schlau. Die rennen auf dich zu. Und dann, wenn sie um dich herum versammelt sind, so schön. Meine Special Ability ist vorbei, bevor dieser... Das da. Das ist die gesamte Special Ability in der Zeitlupe.
Spielzeit. Das ist heftig. Das ist richtig heftig. Das ist gar nichts. Du kriegst eine Viertelsekunde. Alter, wenigstens leuchtet der Bildschirm nicht mehr rot, aber das ist ja einfach nur noch eine Vergewaltigung, Alter. Das ist ein schlechter Flachwitz, aber einer der miesesten Art und Weise. Ein Flammenspeier hatte gerade eine Reichweite, die Make Her Angels. Aha. Sieht mich nicht. Hier kommt doch gleich so ein fetter Dämon und prügelt mich was weg. Nein, es ist schlichtweg und ergreifend einfach Deko. Ich habe das gesehen, aber irgendwie existiert da draußen nichts. Jetzt habe ich auch schon Wahnvorstellungen, aber das ist normal. Wer die ganze Zeit unter dauerhafter psychischer und physischer Folter steht, der hat das irgendwann mal. Markürdrohne, toll, die sind hässlich wie die Nacht. Ich glaube, hier wird so das Finale dann stattfinden, wenn man dann da reinrennt. Ja, oben haben wir einen Boss. Ich glaube, da kämpfen wir dann gegen das Icon of Sin. Wir nehmen links. Weil ich hasse links. Wart ihr schon mal links? Halt mal! Ich hab verloren, ich bin jetzt schon tot. Guckt euch das mal an. Guckt euch das doch mal an, Alter. Du drehst dich um, 400 Dämonen kesseln dich ein. Du darfst dich nicht mehr bewegen. Es geht ja nicht mal nach oben. Weil wenn sie dich eingekesselt haben, dann denkt sich das wäre ja so... Scheiß auf Laufen. Ich bleib jetzt einfach hier stehen. Mein letztes Wort. So, wo war das nochmal? Was ist das für ein komisches Geräusch? Alter, wir fassen zusammen. Wir haben mit den Granaten der Pumpgun 7 Granaten, Flammenspeier, 600 Schuss aus dem scheiß Sturmgewehr, eine halbe Minute Minigun Dauerfeuer drauf. Alter, man kann es irgendwo mit der Schadensimmunität auch übertreiben, oder? Jetzt werde ich schon wieder durch die Gegend geschubst, ohne angegriffen zu werden. Was ist hier los, Mann? Du siehst gar nichts. Ah.
Alter, leck mich am Arsch, Alter. Könnt ihr mich mal eine Sekunde lang sehen lassen? Alter, ich brauche für den Doom Marine nur noch eine Brille oder was ist hier los? Was ist hier los, Alter? Jetzt stürzt er schon wieder ab, Alter. Die Schwerkraft hier ist anscheinend höher wie auf der Erde. Ach, ich sehe schon. Blutschlag ist illegal. Kommt, mach, was ich sage. Nichts anderes mehr. Nie wieder was anderes. Schon wieder. Wenn ich noch einmal oder? Wenn ich noch einmal Roder sehe, ich sage, dann vergesse ich mich. Alter, keine Money, aber du kriegst auch nur noch die fetten Gegner, wo du drei Kettensägen-Treibstoff brauchst, um einen überhaupt zu töten. Und dieses Schwert, so cool es aussieht, es tötet einfach nur instant. Und das ist auch keine Marauder, weil die sind fucking overpowered. Alter, ich krieg zu viel. Ich hab jetzt so langsam so richtig die Schnauze voll. Alter. Sie senden dir nur noch unsterbliche Götter vor die Fresse. Und diese werden dann auch noch geboostet. Also, man merkt so richtig, dass dieses Spiel dem Ende neigt. Weil sie setzen dir nur noch eine lächerliche Menge an schweren Gegnern entgegen. Du kriegst keine leichten Gegner, an denen du Money holen könntest. Also du darfst mit deiner Faust so lange drauf einbrezeln, bis nichts mehr tot ist. Und deine Faust macht nach wie vor einen Schaden von null. Alter, ich brauche mehr Kettensägen-Treibstoff, dass ich einen schweren Gegner häckseln kann. Dass ich mal wieder an Munition rankomme, weil, guck mal, das ist alles an Munition. Ich kann ja keine kleinen Gegner mit der Kettensäge töten. Kaum ist so eine Kampfsituation, sind nur noch die Fetten unterwegs und die Kleinen haben sich irgendwohin verpisst. Ich kann mir keiner erzählen, dass da gerade Kleine rumgelaufen sind. Da waren nur die Starken. Und ich wette, beim Icon of Sin, wenn wir dort sind, dann wird es nur so ablaufen, dass das Icon of Sin eine komplett harmlose Map-Erweiterung ist und man halt draufschießen muss. Und drumherum sind dann nur Archer, die ganze Zeit nur Marauder spawnen und sonst nichts anderes. Und die machen dir dann das Leben zur Hölle. Und nicht mal die Marauder an sich, sondern ihre fucking Hunde. Versteht mich bitte nicht falsch. Ich liebe Hunde. Es ist einfach das geilste Haustier der Welt. Aber wenn sie gegen dich sind, dann sind sie halt nicht mehr so geil. Wie komme ich da hoch? Ist das ein bisschen Glitcharbeit? Nein, aber cool. Wenn man dagegen springt, gibt es einen Frame Drop. Das sieht mir doch sehr nach einer kaputtbar machbaren Wand aus. So. Berserk. Das Loch ist nur Tarnung, da kann man gar nicht hoch. Aha. Ihr seid nicht nur unmoralisch, ihr seid richtige Arschlöcher. Jetzt kommt die nächste Welle. Ach, hier ist keine Kampfzone mehr. Das sind jetzt einfach so ein paar Gegner. Wieso leuchtet das grün? Ah, ich habe den Benzinkanister zu früh eingesammelt.
Jetzt gibt's ja nur noch den einen Fight hier. Das ist natürlich ein ideales Timing jetzt mit der Uhr da. Also jetzt